Ja, willkommen zu einer neuen Runde Baphomets Fluch. Ich begrüße euch recht herzlich zu dem Let's Play. Wir sind stehen geblieben in dem Hospital auf der Suche nach Jack McKay. Hier haben wir den netten Hausmeister mit der Bohnenmaschine Mr. Shiny. Wir haben mit dem Herrn schon geredet soweit. Hier haben wir noch den Wasserspender. Da war dann noch eine Steckdose. Dort könnten wir noch lang gehen. Und eine Tür zum Öffnen. Wir sind stehen geblieben beim Erkunden der Gegend. Mit dem Herrn haben wir soweit geredet. Dann hätten wir den Wasserspender. Schauen wir uns den zuerst einmal an. Ich nehme an, dass der Trinkwasserbehälter für die vielen Leute gedacht ist, die sich in den Fluren verlaufen. Ja, dann benutzen wir den mal. Vielleicht hat mich das Gesicht des unbegreiflich fröhlichen Angestellten übervorsichtig gemacht. Ich meine, ich weiß, dass es nur meine Einbildung ist, aber das Wasser schmeckt, naja, seltsam. Ja, haben wir irgendwas zum Abfüllen? So direkt nicht. Was haben wir denn hier? Der Stecker in der Steckdose versorgt die Bohnermaschine mit Strom. Ein Stecker der Bohrmaschine. Was fällt uns da wohl als erstes ein? Ich denke mal, George, du weißt es, ich weiß es und ihr könnt euch das fast denken. Wir werden jetzt den Stecker mal von der Dose befreien. Und das war's mit Mr. Shiny. Als ich den Stecker aus der Steckdose ziehe, hustet die Maschine, spuckt und steht still. Mal schauen, was jetzt passiert. Mr. Shiny? Was ist los, Kumpel? Ja, er geht dort lang. Ja, George. Hallo George, jetzt. Nö. Das ist jetzt nicht gerade die clevere Variante. Ja, war jetzt ein bisschen ungünstig. Mal gucken, ob wir mit Mr. Shiny jetzt noch was tun Ich bin können. nicht in der Stimmung, Fußböden zu polieren. Und die Tür? Ich will gerade den Wandschrank öffnen, da höre ich, wie der Hausmeister zurückgerannt kommt. Ah ja, also nochmal das sportliche Ablenkungsgerät. Also der Trick ist nicht mit Mr. Shiny was zu tun. Jedenfalls erstmal nicht direkt, sondern in den Wandschrank hereinzukommen. Ja, Mr. Shiny streikt schon wieder. Als ich den Stecker aus der Steckdose ziehe, hustet die. Das wissen wir, dass dann die Maschine hustet. Nicht schon Hustenmaschine. wieder. Heute ist einfach nicht mein Tag. Ja. Wir hätten die schnelle Gelegenheit. Jetzt wahrscheinlich einmal kurz in den Wandschrank. Ja, was jetzt ein bisschen bescheiden ist, dass wir hier mehr oder weniger in dieser Pseudo-Cutscene jetzt kurz gefangen sind und nicht reagieren können, bis der Herr wir haben uns einen Kittel geschnappt. Aha, Dr. George Stubbard. Dr. Stobbart zu Ihren Diensten. Okay, wir können nochmal mit den Herren reden. Vielleicht ergibt sich etwas Neues, weil er uns jetzt für ein Arzt hält. Hallo. Oh, hi. Pfeifen verboten, richtig? Richtig. Leider soweit nichts ergeben. Nichts. Wir hätten die Möglichkeit zurück ins Foyer oder wir machen uns weiter zu Schwester Grendel, wie wir uns erinnern können. Ein paar Minuten später. Hat uns jetzt nicht so wirklich viel gebracht. Gehen wir wahrscheinlich noch mal kurz in die Richtung zurück. Weil ich würde sagen, wir haben uns einfach klassisch jetzt verlaufen. Und verlaufen uns schon wieder. Ah, jetzt so sind wir wenigstens mal vorne im Foyer. Da haben wir den Herrn nochmal. Mal sehen, ob wir ein bisschen was anderes herausbekommen, wenn wir uns als Arzt ausgeben. Weil Kleider machen ja Leute, wie wir wissen. Entschuldigung, aber
Ja, Sie müssen der Neue sein. Muss ich wohl. Ja, also, dann laufen Sie hier nicht länger rum wie ein aufgescheuchtes Huhn und machen Sie sich nützlich. Bunny, komm her, Junge. Aha. Das ist Benoit, mein Neffe. Könnten Sie wohl mal auf ihn aufpassen? Babysitten kannst du selber, Opa. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Ich bin Felix Hagenmeier. Und darf ich Ihnen sagen, was für eine Ehre es ist, Sie persönlich kennenzulernen, Sir? Sie stehen auf der medizinischen Ruhmeswand ganz oben, direkt neben Pasteur und Leary. Ich bin entzückt. Nein, es ist mir eine Ehre, auf Ihren Neffen aufzupassen, Sir. Ja, so er haben wir jetzt einen Babysitter-Shop. Medizinischen Fakultät. Das wird ihm die Augen öffnen, wenn er einen echten Arzt bei der Arbeit sieht. Darauf könnte ich wetten. Ja, interessant. Führen Sie ihn herum. Zeigen Sie ihm mal echtes Leiden. Ja, das echte Leid wird er leider zu sehen bekommen, wenn wir echt anfangen zu arbeiten, denke ich mal. Mit dem Gespräch kommen wir relativ wenig weiter. Bis dann, Hagenmeier. Unterhalten wir uns mal mit Hey, Bunny. Benoit. Kein Grund zu schreien. Was wollen Sie? Genau. Schwester Grendel. Kennen Sie die Schwester auf Station J2? Nein, Sir. Heute ist mein erster Tag hier. Ich kann es gar nicht erwarten, bis ich die Ersten im Bett vor mir habe. Ich meine natürlich Patienten. Meine ersten Patienten. Natürlich nicht die Schwestern. Halten Sie den Mund, Benoit. Okay, Sir. Okay, jetzt haben wir den am Hals. Folgen Sie mir, Benoit. Ich bin direkt hinter Ihnen, Sir. Okay, versuchen wir nochmal unser Glück auf Station J2 zu kommen. Nun folgt uns der Herr. Was uns bringen soll, wissen wir so leider noch nicht. Aber das werden wir herausfinden. Wir sind auf Station J2 und Schwester Grendel steht im Vordergrund. Guten Tag, Doktor. Oh, hi. Ist das hier Station J2? Ja, Sir. Die Patienten sind für die Visite bereit, Doktor. Danke, Schwester. Also, wer ist der Erste? Monsieur Croquet, in Bett 2. Was hat er für ein Problem? Er klagt über Bewusstseinsverlust. Aha. Das hier werden Sie brauchen, Doktor. Ja. Sie gibt mir eine lange, schmale Metallkiste, garniert mit einem bezaubernden Lächeln. Danke. So, Patient Nummer 1, Bett 2. Hi, ich bin Dr. Stobbart. Hallo, Doktor. Die Schwester sagte mir, dass Sie immer wieder das Bewusstsein verlieren. Genau, ich habe dieses Problem, solange ich denken kann. Es ist echt eine extrakorporeale Erfahrung. Wie der Tod, nur nicht so endgültig. Aha, wie lange dauert es? Nur den Bruchteil einer Sekunde, dann bin ich wieder da. Ich bin ja vielleicht kein Arzt, aber trotzdem stelle ich eine Diagnose. Hier ist jemand völlig durchgeknallt. Ich weiß genau, was Sie meinen. In der bekannten Medizin nennt man sowas Lidschlag oder populärwissenschaftlich ausgedrückt Plinkern. Ist das etwas Ernstes? Natürlich nicht, es ist absolut natürlich. Aber überlegen Sie doch mal, 2 Sekunden in jeder Minute... Oh Gott, das macht ja fast eine halbe Stunde pro Tag. 2 Wochen in jedem Jahr, verbracht in absoluter Dunkelheit. Ich habe keine Zeit, mir diesen Unsinn anzuhören. Okay, wir hätten hier die schicke Blutdruckmanschette, denke ich mal, wird das sein. Und den Herrn Marquet. Wir fragen mal nach welchem Bett liegt Marquet? Um die Ecke, in Quarantäne. Was ist los mit ihm? Ja, gute Frage. Keine Ahnung, aber die Männer, die ihn reingebracht haben, trugen Masken und Gummihandschuhe. Hey, Sie sind ein Doktor. Wieso wissen Sie das nicht? Selbst wir Ärzte wissen nicht alles. Ja, ist recht, wenn wir nur einen weißen Kittel haben. Und warum benehmen Sie sich dann so, als ob? Ich denke mal, wir haken nochmal weiter nach dem Marquet. Hatte Marquet irgendwelchen Besuch? Nein, und ich auch nicht. Oh. Das ist das Schlimmste, wenn man im Krankenhaus liegt. Man hat das Gefühl, von der ganzen Welt verlassen zu sein. Sie wissen doch, wie das ist. Das Leben geht weiter. Danke für die tröstlichen Worte. Wir können mal gucken, ob wir Blutdruck messen können. Wissen Sie, wie man diesen Gegenstand nennt?
Nein, keine Ahnung. Wir wissen es auch nicht. Aber wir können mal fragen, ob der Herr Kahn hier war. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, Doktor. Wer ist das? Ein kaltblütiger Killer. Jetzt muss man einer Ihrer Kollegen? Nein, ein wirklicher Mörder. Hab ich nie zuvor gesehen. Okay, wir könnten wahrscheinlich davon ausgehen, dass der gute Herr Kahn hier also nicht dann. Tschüss unbedingt und viel war. Glück. Danke, Doc. Wir könnten, was haben wir überhaupt hier zu wohnen? Hier haben wir noch einen Herrn zum Reden. Da haben wir einen zu beobachten. Na gut, ich bin kein Arzt, aber der Typ wirkt ziemlich tot auf mich. Okay, Nachttisch. Gucken wir uns mal den Toten genauer an. Ja, gute Frage. Jetzt haben wir noch Schwester Grendel. Mal sehen, ob sie uns mehr zu Marquis erzählen kann. Könnten Sie bei der Gelegenheit auch einen Blick auf den Patienten in Bett Nummer 3 werfen? Er heißt Eric Soapmarsh. Was hat er für ein Problem? Er fantasiert, ist frisch aus dem OP. Er hat gerade eine größere Operation hinter sich gebracht. Ich bringe ihn schneller wieder auf die Beine als Sie. Lazarus, steh auf, nimm dein Bett und geh heim sagen können. Das ist schon ein ziemlich langer Spruch. Okay, dann reden wir mal Hallo, kurz mit ihm. Hallo, jemand zu Hause? Wer sind Sie denn? Ich bin Dr. Stobbart und ich bin hier, um Sie auf dem steinigen Weg der Genesung zu begleiten. Dr. Monroe sagte, für meine Krankheit gäbe es keine Heilung. Ihr Problem ist, dass Sie zu viel Zeit im Bett verbracht haben. Sind Sie sicher, dass Sie qualifiziert sind, Herr Doktor? Das sollten Sie man besser glauben. Okay, eine neue Option. Fragen wir erstmal nach Schwester Grendel. Was halten Sie von Schwester Grendel? Sie ist eine sehr effiziente junge Frau. Effizient? Das klingt, als wäre sie ein Staubsauger. Ich kann mich nicht beklagen. Okay, wenn er sich nicht beklagen kann, mal sehen, was er uns Nettes über Schwester Grendel oder generell sagen kann. Die Frau am Empfang beschrieb Schwester Grendel als ein echtes Monster. Also das ist einfach nicht wahr. Sie ist sehr streng, aber das ist ihr Job, nicht? An einem Ort wie diesem hier muss Disziplin herrschen. Muss wäre schön, aber naja, aber ein Gefängnislager. Okay, wir haben jetzt hier noch den Herrn Marquet. Fragen wir Was kurz mal nach diesem Herrn. Was können Sie mir über Marquet sagen? Das ist der Mann in dem Privatzimmer, nicht? Richtig. In dem Zimmer, das mir gehörte. Bevor die mich wie einen Zigeuner einfach rausgeschmissen Aha, haben. Aha, interessant. Er war also zuerst in dem Zimmer drinne. Vielleicht lässt sich daraus etwas machen. Wissen Sie, was Marquet fehlt? Die sagen mir doch noch nicht einmal, was mir fehlt. Sagen Sie, Doktor, was ist Ihre Meinung über meinen Fall? Es ist zu früh, sich festzulegen. Aber ich bin doch schon seit 3 Monaten hier. Ja, wir fragen den Herrn auch nochmal, ob er den Kahn gesehen hat. Kennen Sie den hat? Mann auf diesem Foto? Nein, Doktor. Wer ist das? Aha. Ein kaltblütiger Killer. Echt? Könnte der Zwillingsbruder von meinem Bankmenschen sein. Aber Mr. Soames hat natürlich keine Narbe. Und aus dem Mittleren Osten ist er auch nicht. Er hat außerdem viel graueres Haar. Aber ansonsten genau wie der hier. Bemerkenswert. Okay, damit wären wir hier auch durch. Bis später. Ja, damit sind wir auch jetzt schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir sind ein Stückchen weitergekommen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und ich freue mich darauf, euch bei der nächsten Mal Let's Play Baphomets Fluch wiederzusehen.